Tada! Hallo! Hallo! Ja, willkommen in Stream. Ja, Sag mal. Ich werde mal heute ein bisschen Layers of Fear zocken. Ich schaue es mir mal an. Ich habe das schon etwas länger. Aber nie so richtig gespielt. Das hole ich jetzt mal nach. So ein Stündchen, ein halbes Stündchen, Stündchen. Mal gucken. Ich will gleich noch ein bisschen Resi zocken. Okay. Starten wir einfach mal. Hoffentlich erschrecke ich mich nicht. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ja, dann sind wir jetzt im Haus, ne? Ja. Ich weiß zumindest, dass man hier viel zu lesen hat. Aber das könnt ihr euch abschminken. Ich lese hier nichts vor. Ich überfliege das nur. Okay. Maulkorb. Na gut, gehen wir mal rein ins gute Stübchen. Wie gewohnt. Und beide Türen auf. Warte mal, die Maus ist mir ein bisschen zu fast. So. Ja, schon etwas besser. Gut. So, fertig. Ja, nee. Das. Wenn ich manchmal dann nicht weiterkomme, dann kann man ja immer noch mal irgendwie gucken, ob man das noch mal reinlesen. Aber ich will mehr rumlaufen und Sachen anschauen. Oh. Steht da drauf? Popkill? Popkill? Keine Ahnung. Ein Hundehalsband. Warte mal, war da noch was anderes? Nee. So, okay, da geht's nach oben. Wo geht's hier hin? Wir schauen uns erstmal unten um. Erstmal alles aufmachen. So wie ich das im richtigen Leben auch mache, wenn ich in unsere Küche gehe, ich mache erstmal alles auf. Da ist nirgendwo was drin. Bei uns in der Küche ist jedenfalls was drin. Nix. Schöne Atmosphäre, so mit Gewitter hier. Ja, Nudelholz. Das gehört meiner Frau. Das haben goldrosa gebranntes Umbra. Pinsel mal 25. Luft erfrischen. 10 Kilo Äpfel. 30 mal Schnaps. Gut. Okay. Was ist hier oben noch erwartet? Oder. Ne, da war nichts. Da wäre noch ein Bild oder sowas.
Das nicht. Okay, machen wir es mal wieder zu. Oh, düster. Gibt es hier irgendwo? Warte mal, hier. Vorratskammer. Knoblauch. Oh. Paprika, Paprika. Paprika. Hier. Gibt es nichts. Hier ist auf jeden Fall nichts, was ich irgendwie einsacken kann. Habe ich oben schon geguckt. Okay. Ich mache mal die Küche erstmal zu, weil Küche haben wir jetzt soweit erstmal erledigt. Warte mal, habe ich hier im Flur ein... Was ist gruselig? Boah, was ist denn das? Achso, du siehst das von da hinten. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen gruselig. Du hast so mit Gewitter und so. Das ist gruselig. Boah, ganz viele Schränke. Nein, nicht wegpacken. Kann man das umdrehen? Nee, ne? Nee. Okay. Weiter zu. Das auch wieder zu. Oh, was zu saufen. Aber damit kann man... Können wir auch nichts mitmachen. So. Dominosteine. Hat er... Achso. Ne, Dominosteine brauchen wir nicht. Gibt es hier nicht irgendwie eine Lampe oder sowas? Oder habe ich keine? Da gibt es hier keine Taschenlampen. Naja, gut. Ich mache jetzt hier alles auf. Also, die schöne Grafik hat das Spiel auf jeden Fall. Oh, ups, was ist das? Da habe ich hier Werkstatt viel gewünscht. Danke, geht vorbei. Ich bin dann möchte. In den Chaos drin. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten. Ups, muss ich Ihre Schlüssel handeln. Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Ja, okay. Zu. Was ist hier? Der Keller. Ich gehe doch mal so schnell wieder Tür zumachen. Ich gehe nicht in den Keller. Was haben wir hier? Hier macht einer Pipi. Nee, hier ist keiner Pipi machen. Das lüpt. Hier lüpt Wasser. Mensch, das kostet doch Geld. Knienprothese. Was? Unter. Knieprothese. Was ist das? Knieprothese, okay. Machen wir auch nochmal Licht an. Schon lange keiner mehr gebadet drin. Oh Gott, wenn die Toilette meine Frau sieht, dann ist aber Randale. Warte mal, schnell den Deckel zumachen. Red Poison, Rattengift. Red Gift. Warte mal, Rattengift. Können wir im Moment noch nicht gebrauchen. Oh. Da kann man mich sehen. So, hier ist das Wasser schon rausgekommen, ne? Da übergelaufen. Okay. Warte mal. Ist da was? Passiert nichts. Also wieder zu den Deckel.
schauen wir uns mal hier alles so. Was haben wir hier? Da ist nichts drin. Da ist auch nichts. Oh, zugeschlossen. Okay. Hier oben. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer Infektion ist. Ich werde noch am Temperament arbeiten, später weiter. Okay. Ich habe es eigentlich lieber gern, wenn die Leute mir das vorlesen. Kann man immer so schön entspannen. Okay, was haben wir hier? Die Tür. Es ist auch wieder so dunkel. Ist ja auch Licht. Oh. Aua, was? Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Du brauchst keinen Kopfhörer aufsetzen. Du kannst ruhig Party machen. Du kannst ruhig Party machen. Party. Party. Oh, okay, hier waren ganz viele Mausefallen. Little Winnie, Partner, haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555. Schnell, effizient und diskret. So wollen wir es. Bitte draufklicken. Aber die Grafik ist ja schon wirklich nice. Schon wirklich nice. Okay, dann denke ich mal, ist hier nichts. Dann, ich lass mal das Licht an. Da lasse ich das auch an. Warte mal, wir machen das einfach so. Ich mache hier alles auf. Damit ich weiß, dass ich da war. Da hat einer geschrieben. Boah, diese Kackrentner. Ja, echt, ne? Das riecht mich so auf, ey. Diese Werbung mit den... Ja, nur diese Werbung, die ganze Zeit. Ey, die sollen in Rente gehen und mich in Ruhe lassen, Mann. Ist ja schön, wenn die da ihre Autos da rumfahren, aber kann mir. Ja, also ich guck's nicht. Kann mir Besseres vorstellen. Ja, aber nicht bei mir auf dem Twitch-Kanal. So, ich weiß jetzt gar nicht, soll ich jetzt schon mal in den Keller gehen oder soll ich noch nicht in den Keller gehen? Ich gehe mal noch nicht in den Keller. Geh einfach mal nach oben. Sehr unheimlich hier für die. Die Bilder sehe ich jetzt erst. Oh Gott, das sieht ja richtig unheimlich aus. Das ist Layers of Fear. Da muss man irgendwie so rumlaufen, aber im Haus. Ja, da muss man wirklich zittern. Und irgendwas machen. Also ich renne jetzt hier gerade erstmal nur ein bisschen rum. Was? Ich bin aber erschrocken wieder hier. Mein Gott. Ich habe mich gestern schon voll erschrocken bei Resident Evil. Kommt solche scheiß Töle um die Ecke. Okay, hier ist nix. Gut, wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Da hinten ist auch eine Tür. Nehmen wir einen Zettel. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Alles klar. Ja, hey Jens! Nee, Net-On habe ich, das habe ich nicht. Ich habe nur das, ich sag mal, das nackte Game. Hier ist auch zu. Also ich habe bei mir im Kopfhörer, also den Kopfhörer auch ziemlich laut gemacht, damit ich mich schon freiwillig erschrecke hier. So, warte mal, wir gucken uns erstmal hier das Klavier an. Was ist das? Nötchen. Kann ich jetzt nichts mitmachen, ne?
Na, 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 na. Oh. Okay. Ich muss weg. Da hängt schon wieder so ein gruseliges Bild. Leck mich. Geh erstmal hier lang. Oder war da eine Tür? Nee, ich geh mal da hin. Ah nee, hier war ich ja schon. Da sieht hier zu. Das ist auch eine Tür. Mucke. Kannst du wieder nicht schlafen denn, ne? Ja, ich kenne dich. Okay, hier ist Musik. Sehr entspannt. Da war einer sauer. Brauchen wir nichts von ins Bett. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das meine ich, dachte mir, ich könnte genauso etwas arbeiten. Ich liebe dich. Ja. Genau, da war doch irgendwas mit einer Beinprothese. Ich bleib bei meinen Klötzchen besser. Hier, mach mal, da schreckst du dich nicht bei deinen Klötzchen. Ne? Na. Ja, nur ein ganz kurzes. Ja, das geht, ne? Aber bei mir ist wieder alles so gruselig. Ja. Auf weinende Babys gibt's da auch noch. Na, hervorragend. Das erinnert mich an diese andere Demo, diese PT-Demo. Mit diesem komischen Baby da im Waschbecken. Okay. Frau geht Blöckchen spielen. Nee, Farm hatte sie vorhin die ganze Zeit gespielt. So, aber jetzt sind hier nur Flaschen. Okay. Oh, Errungenschaft. Kann man nicht sehen. Wanderer, alles klar. Gut, hier ist auch nichts drin. Echt damit. Ja, sie baut bei Minecraft gerade Riesenschloss. Sie hat auch angefangen, da eine Stadt zu bauen. Chicago und, also ist wirklich schon heftig. Das neue Gesicht der Musik. Ja, das könnt ihr euch schminken. Ich hab da keinen Bock zu lange zu lesen. Ist ja auf so einem Minecraft-Server, da ist ja auch so, ich glaube, Moderator. Helfer, da hilft sie anderen Leuten irgendwie. Das geht da, es ist nicht nur das Minecraft, was sie spielt, das ist zwar Minecraft, aber weiterentwickelt, sage ich es mal so, mit so richtig Technologie und so. Okay, war hier noch was? Ich muss mich konzentrieren jetzt hier. Nee, hier war nichts. Genau, Altstadt. So. Jens hat ja gesagt, er hat das ziemlich weit gespielt. Gehe ich jetzt in das gruselige Zimmer rein, wo dieses gruselige Bild ist? Nee, noch nicht. Erstmal hier hin. Spoiler-Alarm. Ich finde das dunkel. Jens, gibt es. Kriege ich irgendwie mal eine Taschenlampe oder so? Weißt du das? Das verschlossen. Oh, ein schönes Zimmer. Ein Mädchenzimmer. Ein Prinzessinnenzimmer. Halt doch die Schnauze, du Scheiß. Schon wieder Spam. Was wollen die denn jetzt? Oh mein Gott, ich soll mir wieder Viagra kaufen. Okay, eine Rassel. Hier ist jetzt aber gar nicht so viel.
Teddybär. Auch Schubladen. Ich liebe Schubladen. Oh, da ist ein, ist das nicht, ist das, nennt man das nicht Nussknackermännchen da? Naja, einfach ein Soldat. Hier ist nix. Jens, hier ist nix, ne? Jens, ne, eine Taschenlampe gibt es nicht. Ja, alles klar. Tür zu, da ist nichts drin. Dann bleibt jetzt erstmal nur noch das eine Zimmer jetzt hier mit diesem gruseligen Bild da hinten, mit denen hat da alles Haare oder was? Was? Ist hier Licht? Da. Da. Mal schön hell machen, sonst kriege ich das Grausen. Ja, was mich auch scharf macht, das ist Outlast 2. Den Teil habe ich leider nicht. Ich habe den ersten Teil. Den hatte ich auch mal früher in einem Scream. Mein Gott, da waren wir noch in einer alten Wohnung. Da habe ich das durch, ja, da habe ich das durchgezockt im Stream. Ja, aber echt. Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen verdammten verloren? Also, hier wäre etwas. Diese verrückte Zündstoff, die Abträume, die du für die gute Nachtgeschichte für diese Kette. Ja, okay. Gute Nachtgeschichte. Der böse Wolf. Mhm. Okay, das ist krank. Oh. Alles klar. Okay, das ist keine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Zumindest nicht ein Kind oder so. Was ist hier drin? Da ist nichts drin. Gut, was hatten wir eigentlich hier gerade gefunden? Ein Schlüssel sehe ich da. Alles klar, ein Schlüssel haben wir. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Schnell Licht anmachen. Weiche, du Kreatur. Und ich kann mich das Bild nicht abreißen. Ey, diese, davon träume ich bestimmt. Was? So, aber mehr ist jetzt hier nicht, oder? Was? Ich habe einen neuen Gegenstand in ihrem Inventar. Das heißt denn wohl, ich habe wieder eine Karte. Echt? Der zweite Teil ist langweilig gewesen? Also den zweiten Teil würde ich schon gerne auch nochmal spielen. Den würde ich wahrscheinlich im Stream auch dann durchdaddeln. So, jetzt muss ich kurz gucken. Gibt es hier Tasten? Tastenbelegung. ESD. Benutzen, Zoom, schnell gehen. Aha. Okay, ich habe kein Inventar. Also kann ich nicht wissen, was das jetzt für ein Schlüssel genau ist. Macht aber nichts. Wird, glaube ich, schon irgendwann aufgeschlossen werden. Da waren wir drin. Ja, die Connection, die melden sich nicht, die Connection. Wahrscheinlich, weil es jetzt auch ein bisschen zu alt ist. Kannst ja nochmal versuchen. Das würde ich nämlich schon gerne daddeln. So, warte mal. Hier können wir zumachen. Wo war jetzt eigentlich noch eine verschlossene Tür? Die hier, ne? Und wir haben immer noch den Keller. Ach du Scheiße. Okay, ich gehe jetzt mal hier. Ach, guck mal. Okay. Nee, warte, Spaß.
denn hier passiert? Alte Pinsel. Oder was? Ja, alte Pinsel. Warte mal, war da noch was drin? Außer die... Nee. Das... Get it right this time. Oh ja. Aber es erinnert mich an... Ach, wie heißt das denn nochmal? Amnesia hieß es, glaube ich. Das habe ich auch. Sogar mit allen Add-ons, oder zumindest mit denen, was es gab. Das fand ich auch richtig cool. Das war richtig gruselig. Aber es ist so satt, dass wir uns über Zettel unterhalten sollten, um Gottes Willen. Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Das gibt Ärger. So. Weiter, warte mal her. Man muss hier überall reingucken. Es kann ja mal sein, dass irgendwo noch ein Schlüssel oder irgendwas ist. Ja, mehr ist hier nicht. Hey. So, das ist Alkohol oder irgendwelche Flaschen. Scheint wohl Alkohol zu sein. Wahrscheinlich trinkt er das gar nicht, sondern macht das für seine Malarbeiten oder so. What is this? Verloren, du verdienst es. Beende es. Alles klar. Ja, ich fand das ganz gut. Genauso wie das andere, das habe ich auch. Soma, das hatte ich auch mal angefangen zu streamen. Aber das war mir irgendwie zu schwer. Da wusste ich nachher nicht, was los ist. Das habe ich dann irgendwann ausgemacht. Aber es hat eine richtig geile Atmosphäre. Vielleicht spiele ich das auch nochmal. Gab es letztens kostenlos. Bei GOG, glaube ich. Ich glaube bei GOG. Alles zu. So, okay. Wir schauen jetzt, was hier hinten ist. Was ist hier drunter? Errungenschaft. Okay, hätte eigentlich gedacht, da ist irgendwas ganz Schlimmes drin. Das war's jetzt hier drin. Ja, Soma. Ja. Soma, da, ich hatte das für die, wo ich das angefangen? Genau, für die PlayStation. Und dann irgendwann, ich glaube, das war letztes Jahr, war es bei GOG. Für free. Ja, Observer habe ich auch. Das habe ich auch vorhin gleich mit installiert, als ich hier, Layers of Fear installiert habe. Dachte ich mir, das könnte man ja auch mal. Aber ich hatte das schon einmal ein bisschen gezockt gehabt, aber ich habe das auch nicht so ganz kapiert. Aber die Grafik ist cool. Und der Typ, also der Schauspieler, Roger, wie hieß er nochmal? Rutger Hauer. Hat früher mal geile Filme gemacht. Irgendwie war das Hitcher der Highway Killer? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat er gute Filme gemacht. Gut, hier ist jetzt nichts mehr. Es sei denn, das Bild hat sich noch irgendwie... Ne, da ist nichts mehr. Wir haben gar nichts. Hier war nicht ein Schlüssel. Warte mal. Hatte ich die aufgehabt? Da ist nichts drin. Zur Strafe bleibst du auf. Okay. Gehen wir raus. Ich bin verwirrt. Okay.
Verwirrung macht sich breit in meinem Hirn. Leck mich. Ich habe mich jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal erschrocken hier. Scheiß Fenster. So, hier ist nichts drin. Lass mal Licht anmachen. Ja, ich merke das schon, dass die Räume sich verändern. Das ist ja voll gemein. Ich und mein Orientierungssinn hier. Naja, was soll's. Wir gehen einfach. Oh. Ich dachte, da oben an der Decke ist irgendwie ein Vieh. Eine Frau am Klavier. Going in circuits? Mein Englisch ist leider nicht so gut. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflichst jedoch auch dringend, strengend dazu anhalten. Wo ist eigentlich meine Brille? Ach, die ist am Bett. Egal. Ihre Stimme während der Nacht zu zügeln, ihre Stimme in der Nacht zu zügeln, ja. Ja, nicht so laut. Ihre ehrlichen Probleme sind, obwohl sie höchst untervoll, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben, ganz bestimmt. Jedoch gehen Sie. Das sind nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freier Künstler ist. Ja, okay. Standardbeschwerde. Tür zu. So, was ist, haben wir jetzt hier? Also ich wäre ja nicht auf den Gedanken gekommen, das allein von allein zu spielen. Jens hat mich mal wieder darauf gebracht. Er will mich immer leiden sehen. Oder was? Ne. What is this? Merkt euch, this is nix. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zu feiern, ihre Samstag, den 9. Juni, St. Lukas Kapelle, 14 Uhr. Ja. Hey, nein, weg, tschüss. So, Pfeife. So, mehr ist hier nicht. Da, ein Kopf. Sind die Nebengeräusche vom Spiel eigentlich gut hörbar oder nicht so? Weil ich will ja nur nicht, dass ich zu laut rüberkomme hier. Ach du Scheiße. Was hast du gesagt? Ich soll die Fresse halten. Pass mal auf, wir sind der Teufel. Wir machen 6, 6, 6. Und nun? Hm. 4, 5, 6. Okay, kommen wir noch drauf. Ich hab den Code nicht, aber ich höre hier Stimmen. Du, ich hör hier Stimmen. Flüsternde Stimmen. Das macht mir Angst. Ich bekomme gleich ein kleines Häufchen in der Hose. Steht hier irgendwo was drauf? Zahlen oder irgendwie was? Drei Zahlen? Was? Igitt. Was? 3x0? Ah, warte mal. Wenn du mich jetzt anscheißt, dann kommt jetzt irgendwas raus. Dann setze ich mich aber ganz schnell im Bus und komm rüber. Toll. Und
Ja, gar nichts. Lügner. Angeschmiert hat er mich. Null, null, null. Gibt es hier irgendwo zum Bestätigen irgendwas? Okay, dann vielleicht 007. Ah, okay. Macht nichts. Oh, geil. Kerzen. Oh. Ja, die Bilder. 854. Jetzt sehe ich das auch. Mit einem kleinen Erschrecker. Lägen. 854. Was? Ja. So, will you marry me? Ein Ring. Kann ich den nicht mitnehmen? Pass, holds back, look closer. Für den Ring tust du alles, ne? Jens! Eine wunderschöne. Gar nichts. Einen wunderschönen guten Abend, Safru. Den kann ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Oder? Aber ich hab nichts gekriegt jetzt wieder. Gar nichts. Nur diese Nummer, kannst du hier aufmachen. Ja, und den Ring, aber den Ring kann ich nicht mitnehmen. Na gut. Hä? Nee, ne? Den Ring, also würde ich sofort mitnehmen. Aber ich würde, mal ganz ehrlich, ich würde den doch nicht liegen lassen. Ich renne hier in so einem Haus rum, wo sich hier die Räume verändern. Mein Gott, das ist Bezahlung, das nehme ich mit. Den ganzen Stress. Na gut. Ja, never forget. Ja, das vergesse ich auch nicht. So, die Tür war vorhin hier nicht, wenn ich mich erinnere. Warte mal, ich hab... Was? Ja, ich würde auch alles einsacken. Ein paar Ikea-Tüten damit und fertig. Nee, ich hab nichts gehört, was die Stimme gesagt hat. Willst du mich heiraten? Achso, ja, das hat er ja gesagt. Willst du mich heiraten? Das habe ich verstanden. Aber da war noch geflüstert. Das habe ich nicht verstanden. So. Scheiße, der Stuhl bewegt sich. Ey, mach die Tür wieder auf. Ja, super. Du hast in einem Stute... Und wieder, zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Das ist aber schön Akku. Oh, gut, okay, da ist nichts. Nächste Schublade. Du hast hier nicht noch ein bisschen mehr Licht. Schatzi, erschreck mich doch nicht so. Fängt die da hinten auf einmal an zu flüstern, ey. Ist so. Ja, ich nix, Schascha. Mann. Ich gehe bald auf Rente, ey. Erschreck mich nicht. Ich will die Rente noch erleben. Naja, nicht ganz auf Rente. Passt. Ungefähr noch. Wie viele Jahre? 10? 17 Jahre? 18 Jahre? Wieso muss ich noch 20 Jahre? Ja, nee. Du bist 60. Was, mit 65 auf Frührente erst? Ey, wie scheiße ist das denn? Ja, mach mal noch. Was? Nee. Zähl doch sowas nicht. Für früher in Rente. Hab das verdient, Mann. Was hast du denn da jetzt?
Vanillemilch? Unglaublich. Ja. So, das bringt hier jetzt gar nichts. Warte mal, hier ist ja nicht irgendwo Licht. Na, hier ist kein Licht. So, wenn du mich sehen könntest, du... Ah, ne, du hast mich ja schon gesehen. Ich... auf mich jetzt zu verarschen hinter mir. So unglaublich, ey. Scheiß Hater. Blöden Scheiß Hater. Ey, Mann! Oh Mann. Ja, ich geb dir gleich Pass auf vor dir, mach schnell. Ich. Ja, was wollt ihr denn jetzt von mir? Hinten oder vorne? Jetzt hab ich mich erschrocken. Hier ist es dunkel. Da hinten ist Licht. Weil ich gehe von hinten und von vorne. Ey, ihr seid mir Künstler, ey. Das ist voll unfair. Ja, scheiße, wo ist denn das Licht jetzt? Mann, hab ich mir... Oh, richtig verjagt jetzt, weil die scheiß Puppe da an der Wand. Und dann falle ich da auch noch runter. Was? Oh. Was ist das? Ein Ratter. Staubmäuse. Selbst in meinen Lungen. Grotesker und gezieferter Dreck gibt es immer noch mehr. Oh, schon wieder eine Errungenschaft. Mein Gott. Ich geb dir gleich, hörst du was? Das ist, ich glaube auch, es ist schlecht. Schlecht für dich. Das ist nämlich meine Hand. Die kommt gleich um die Ecke da. Oh, warte mal, ist das ein Lichtschalter? Ja, geil. Oh. Nee, ich mach aus. Okay. Ich hab das Spiel schon so lange in meiner Bibliothek hier drin, aber ich hab das mal einmal kurz... Und ich dachte, boah, naja, für dunkle Tage, wenn ich mal überhaupt keine Games habe... Und ja, und zu viel lesen. Ich kann ja lesen, aber ich habe keinen Bock immer zu lesen. Mein Gott, ich will zocken. Aber das ist ja ein... Also, das ist ja sehr aufregend hier. Aber so oft erschrecken mag ich mich nicht. Oh, das war wieder ein langer Text. Was ist denn das hier? Obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich Anwesenheit spüren. Das ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück einem... Ja, das ist eine Karriere. Bla bla bla. Ja. Ich weiß, man sollte sich das alles ganz genau durchlesen, damit man auch die Geschichte oder alles, was dahinter ist, irgendwie auch versteht, aber. Das ist dunkel. Ey Mann! Ja, deine Gangtipps sind scheiße! Ja, nee, es ist wirklich schön. Ist ein cooles Spiel. Aber da ist es dunkel. Warte mal, bin ich nicht von da gekommen? Du darfst nachher meine Hosen wieder waschen. Ja, das ist doch klar. Die darfst du auslöffeln. Ja, Black. So, okay. Also, wir sind uns einig, hier war jetzt nichts mehr, ne? Außer dieses komische Gesicht hier. Ist das ein Künstler irgendwie? Ist das irgendwie... Weiß ich nicht, Van Gogh? Oder so? Kenne mich da nicht so aus. Gut. Na hier, der mit dem roten Kopftuch da. Ist das Van Gogh oder ist das Goethe oder wie heißt der? Der kommt mir irgendwie bekannt vor.
Was ist das, scheiß Bronzen oder so? Das ist Jens. Ja, 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 jetzt erkenne ich ihn. Das ist Jens. Van Eyck. Ja. Wo war's? Das Gebilde heißt Mann mit roten Turban. Das ist von Eyck. Van Eyck. Ich bin gebildet. Danke, Schatz. Van Eyck. Okay. Mann mit roten Turban. Was? Ah, von Eyck. Eyck. Van Eyck. So. Ihr glaubt doch jetzt nicht tatsächlich, dass ich diesen Hebel hier nach unten ziehe. Muss aber diesen Hebel drücken. Okay, wo könnte ich eventuell nicht runterfallen? Hier so eine Ecke. Oh, okay. Es passiert doch nichts. Schnell weg, der von Eyck ist gruselig. Da ist er schon wieder. Von X. Alles klar. Von X. Oh, guck mal, Kuh an Wand. Da ist doch schon wieder diese gruselige Puppe. Was? Ja, Kuh an Wand spricht. Da sind wieder Dominosteine, da ist die Puppe komische. Das ist ja echt... Du sollst ja auch deine Tastatur sehen. So, also ich denke mal, hier ist jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Also könnte ich eigentlich praktisch... Dreh nochmal. Das ist nichts mehr. Kann ich mich eigentlich verpieseln, ne? Ne? Dieser komische... Ach, jetzt sind wir wieder zu, ne? Sind das alles so komische Gesichter hier? Ist das Napoleon oder was? Ach, aber... Was? Ja, ich muss auch wissen. Ich muss gebildet sein. Das ist... das ist Goethe, ne? Und dann Minecraft, das ist doch kein Spiel. Okay. Paint Deep Rise. Was? Ich sag nichts gegen der Minecraft, der Minecraft ist toll. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Okay. Gefällt mir. Und was ist das bloß hier für ein Scheißhaus? Scheißhaus. Was? Was denn? Oh, huch. Meine Fresse, ey. Ja, jetzt leck mich doch am Arsch. Ich glaube, bis zur Rente schaffe ich das nicht mehr. Was bist du für ein Franz? Ich gucke mir noch ein paar Bilder an, ja. Da kann ich mich immer so gut entspannen, weil... Oh, hier? Nee, hier gibt es keine Bilder. Doch da. Sehen aus wie hängende Menschen. Ich sehe tote Menschen. Kein Watwin-Ruben? Wo
war denn, wer denn Rubens? Ist das ein Maler? Ich kenne keinen Rubens. Ich dachte, Rubens ist ein Fußballer. Nee, war Rummenigge. Ist auch egal. Warte mal. Wenn ich das hier anmache. Nee, huch. Wer bist denn du? Da ist auch nix. Selbst Van Eyck ist nicht mehr da. Da war ich, glaube ich, überall jetzt dran. Ja, denke ich mal. Da sind diese komischen Schmiermenschen auf Bild. Da ist auch nichts mehr. Okay. Oh, pass auf. So. Was haben wir denn hinter Tor 1? Ha. Ein Arbeitszimmer oder irgendwie sowas. Na, Jens sagt auch nichts mehr. Der ist wahrscheinlich auch schon umgekippt vor Lachen oder sowas. So, erstmal aufmachen hier. Nichts drin. Was haben wir hier? Hey, bezüglich des letzten Briefes. Sicher, dass es nichts ist, worüber du... Warum bist du das Frauen? Ja, das stimmt. Frauen neigen immer dazu, irgendwie irgendwann seltsam zu werden. Habe ich das laut gesagt? Was? Nix. Hallo? Nein. Nachdem sie eine Baby bekommen haben. Also. Ich bekomme Anrufe und Aufträge links, rechts und du bist ganz heiße Nummer. Ganz heiße Nummer, ja, okay. So. Sakrileg. Schmutzige Gedanken. So, mach Tür auf da. Was? Da heult einer. Na, nee, nix, Leon. Lass mich raus! Ja, scheiße, hier. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Eine Bürste. Das Fein hört sich aber nicht gut an. Ja, du kannst auch so gut weinen, ne? Ach, hier ist wieder ein Bild. Wieder das nackte Baby da. Was ist das? Da war auch ziemlich krank. So, welche Tür nehmen wir denn mal? Die da oder die da? Ene, mene, Mistress, Rapid in der Kiste. Ene, mene, Mac und du bist weg. Wenn ich sage, du bist weg, dann muss ich die andere nehmen, ne? Ich nehme die jetzt hier. Hallo? Jemand zu Hause? Paprika? Hey Mann, die sparen echt mit dem Licht. Ja, toll, was ist das denn hier? 10 Watt Birne. Oh, bitte lass mich nicht wieder erschrecken, ey. Eggs? Ich hab einfach nur gerufen, ob er da ist. Jens? Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist wahrscheinlich wieder eingepennt. Meine Stimme ist immer so... Ja, meine Stimme ist immer so erotisch. Da kann man immer gut bei einschlafen. Ich bin der gute Nachtstreamer. Kommt zum Tom. Der streamt euch in den Schlaf. Warte mal.
sie jetzt. Mann, die Türen sollen nicht immer von anderen hinzugehen. Ja, super. Die Küche, die war doch unten. Oder täusche ich mich jetzt? Nee, die war unten. Die Räume verändern sich, ja. Da ist auch wieder so, ja, hallo. Das wird eine unruhige Nacht. Hey! Was? Ach komm, leck mich. Ich gehe jetzt hier in die Ecke und dann werde ich. Na bla bla bla. Geh zum Bild. Ich gehe nicht zum Bild. Du scheißt mich doch wieder an. Ich gehe jetzt meine Eier wiegen. Da wiegen ja nicht viel. Nichts. Okay, Jens sagt jetzt. Oh, Jens, ich sag dir, du. Mach dich Krankenhaus, wenn da jetzt was passiert. So, ich bin jetzt beim Bild. Und nu? Das sind Blooms. Da ist nix. Oder das Bild. Ja, Bild mit Gemüse und sowas. Ach, das Bild. Kennst du das? Dem Lang, ja. Da ist nix. Da ist ein Messer. Das ist wahrscheinlich eine Honigmelone oder so. Dem langen Bild. Ja, da war ich, da ist nix. Passiert doch bestimmt wieder eine andere. Irgendeine Schweinerei passiert doch da wieder. Das ist bestimmt einfach nur Ablenkung. Guck dir mal das Bild an. Und in echt passiert irgendwas anderes. Was auf dem Tisch liegt, was Gelbes? Ja, stimmt. Da könnte man was drauflegen, ne? Da ist nichts Gelbes. Das ist ein Möhrchen. Das Nudelholz, das gehört meiner Frau. Da ist noch das Blut von letzter Nacht drauf. Von mir. Was? Ja. Und offen. Ja, das soll hier irgendwo was Gelbes rumliegen, sagt Jens. Aber der scheißt mich doch wieder an. Der will mich immer nur leiden sehen. Da ist nichts Gelbes. Eine Banane ist da, ja. Zitronski. Da ist nichts Gelbes. Lass mich raus. Ja, gucken wir nochmal genau. Da auf dem Bild. Ja, vom Bild kann ich ja nichts wegnehmen. Das. Welchen? Da muss was auf die Waage. Ja, aber ich habe nichts, was ich drauflegen kann. Oder hat das runtergefallen? Hier ist doch von so einem Apfel runtergefallen. Nee, warte mal. Das hier? Oh, nee. Oh, so was. Da leckt mich. Ja, scheiße. Nix mit Waage. So. Und nu? Hast du ja gut gemacht, Jens. Hast mich wieder schön in die Irre geführt. Hey. Okay. Jetzt wird's aber wirklich unheimlich. Was? Was denn? Ist jetzt hier was? Und was ist das für ein Geräusch? Hör auf damit! Warte mal, da war doch irgendwas.
Eben war, ich hatte eben was im... Ich bin im... Ja, ich bin noch in der Küche. Ja, das Bild ist leer. Die Früchte sind weg. Die haben sich... Oh, was ist das denn? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Mm-hmm. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. Positiv then, denken. Carefully flayed oh, the skin. Oh. Booze helped keep my hand steady. Oh, Gesundheit. Ist das ein Stück Leinwand oder ist das ein Stück Schädel? Ich will es nicht wissen. Das sollen wir jetzt wiegen, oder was? Da sollen wir nichts wiegen. Ist da noch was? So, Äpfel. Warte mal, ich muss jetzt hier erstmal... Die Türen irritieren mich. Die müssen jetzt erstmal zugemacht werden. Ja, wir kommen in Toms Backstube. Da ist nichts. Und da hinten ist es so dunkel. Was soll denn das, Mann? Ach, guck mal, die Tür ist wieder offen. Ja, siehst du, von wegen. Musst du was wiegen? Nix wiegen. Verarschen. Ich will einen Lichtschalter jetzt. Shapeless Dream. Formlose Träume. Oh ja, ja, klar, dass die Tür zu ist. Ein Fotoalbum. Okay, da sind... Da kann ich mich dran erinnern. Das hatte ich vorhin irgendwo gehabt. Meine Liebe. Was? Hatte ich das nicht vorhin auch schon gehabt? Tief durchatmen. Denk dran. Du bist ein Profi. Das sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Jo. Achso, das sind die Sachen, die ich gefunden habe. Alles klar. Boah, ich habe jetzt so oft verjagt, dass ich bin echt ins Schwitzen gekommen. Was ist das jetzt hier? Ach, das sind wieder die... Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Alles klar. Das ist der Raum, wo was die Sachen, die ich gefunden habe. Alles klar. Verstehe. Jetzt verstehe ich das. Gut, okay, ich will... Bin ich jetzt hier gefangen für immer? Das ist also mein Raum, alles klar, das ist mein Raum. Also ich... Ein bisschen mehr Licht. Oh. Ach so, auf B drücken. Entschuldigung, das habe ich nicht gelesen. Was sind da Pelikane? So in Rot? Ja, denk mal schon, ne? Irgendwelche. Was sind das? Pelikane, ne? Flamingos, ja genau, meinte ich. Ich meine. Flutingos, genau. Blutingos. Ah, Blutingos sind das. Ja, genau, Blutingos. Ja, aber die meinte ich ja. Flamingos, das sind doch diese... Sind die nicht rosa? Die sind rosa. Flamingos sind doch rosa. Ja, hier sind das Blutingos. Genau. So, wir haben Blutingos gesehen, das lässt mich wieder raus. Ja, war ja klar, dass die Küche weg ist. Von wegen, was wiegen hier? Ganz verarschen. Mach mal wieder die Tür zu. Oh, hier? Was ist jetzt hier?
Die sind halt blutig. Jo, dann gehen wir doch mal hier rein, ne? Ich wollte den eigentlich zumachen, nicht ganz. Okay, was steht da? Irgendwas mit on? Run. Hm. Ist rot gut? In die andere Richtung will er gar nicht. Schwanerei. Okay, machen wir rot. Und jetzt? Tür zu. Na, da bin ich aber gespannt, wo wir jetzt wieder landen. Ich werde mich nicht erschrecken, egal was jetzt kommt. Da habe ich mich jetzt nicht erschrocken. Da war ich drauf vorbereitet. Was stand da eben? Zum Glück habe ich meine Gesichtscam nicht an. Ist ja schon fast hier wie bei Resident Evil hier, 1000 Türen, Mann. So. Also ich werde mich jetzt vorbereiten. Ich wette, dass jetzt hier hinter irgendwas ist. Die ist zu. Da ist nichts hinter. Ja. Hä? War ich nicht hier? Ach, guck mal, hier ist schon wieder dieses scheißgruselige Bild da. Ja, genau, wie viele Stockwerke hat das Gebäude überhaupt? Da, oh, der hat den Schlüssel. Ach, komm schon. Sehr geehrter Herr. So, tschüss. Nachher, du verstehst halt gar nichts, ja. Auf Scheiße, ne? Korrespondenz von ihnen. Extrem. Was? Dr. Green? Das ist Mr. Green, ist das. Ach doch, da steht da, Greene. Ah, Grüne. Hey, Mr. Green. So, jetzt ist hier auf einmal irgendwie komische Musik. Nein. So, ich verstehe im Moment die Welt nicht mehr. Ja, es war. Oh, da kriege ich Krise. Dem würde ich gerne eine Socke im Mund stecken, ey. Okay. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Lass mich nicht drum betteln. Lass mich nicht betteln. Was passiert denn jetzt schon wieder? Okay. Ist da jetzt Schimmel draufgekommen oder was? Also, cooler Effekt. Cooler Effekt. Alles klar. Tschüss. So, hier war jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Hier hatten wir einen Schlüssel gefunden. Gruselige Bilder. Da ist ein Fenster ins Nirgendwo und jetzt gucken wir hier nochmal die ist natürlich zu. Warte, ah, guck mal hier, was? Achso, da ist der Fahrstuhl. Warte mal, was ist das hier? Errungenschaft. Kann man leider im Stream nicht sehen, dass ich da immer eine Errungenschaft bekomme. Egal. Bleib auf, Mann.
Ja, shit, was ist denn da oben los? Nee, da gehe ich noch nicht hoch. Nur wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht weiter weiß, er geht. Oh, aber ja, klar. Ja, überall Bücher. Ich hab noch nie was vom Tablet gehört, Mann. Es hört sich so an, als ob hier irgendwo was brennt. Was das, bestimmt oben, weil das so komisch geleuchtet hat. Alles nix. War ja klar, wir müssen nach oben, ja. Schick den alten Sack da hoch. Da brennt es wirklich. Oh, da hat's schon geknackt. Warte mal, wir gehen jetzt hier einfach so rum. Obwohl, es zieht mich ja eigentlich direkt da hinten hin, weil ich gucken will, wenn da schon was brennt, dann muss doch da irgendwas sein. Oh, was? Was? Ey, das... Das... Ey, mach doch nicht mal die Tür zu! Da fällt er mir echt ab. Oh. Okay. Okay. Ah. Also ich brauche mich auf jeden Fall nicht mehr rasieren. Die Haare sind mir schon selber schon von allein ausgefallen jetzt hier von dieser Schreckerei. Ich glaube, ich muss nachher, wenn ich kurz bevor ich ins Bett gehe, muss ich erstmal einen Euro Truck Simulator spielen. Ja, um runterzukommen. Das ist echt heftig. Aber ich will ja eigentlich, nur Resident Evil zocken. Okay. Was? Ah, Mäuschen. Guck mal hier, schön. Da gibt's Käse. Gut, das ist eine Lampe, die wollen wir natürlich erstmal anmachen. Oh, da kommen wir nicht rein. Make up your mind. Was steht da? Make up your mind. Entscheide dich. Aber da gab es jetzt nichts, ne? Warte mal, es waren jetzt hier auch noch Schubladen. Ja, da waren auch noch Schubladen. War ja klar, dass da wieder was zu lesen drin ist. Die verfolgende Liste ist eine Aufzählung der häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Mhm. Ausdrucksloser Blick. Ja. Den habe ich morgens auch immer. Starren ins Leere. Hm. Willkürliches Zucken habe ich nicht. Gesichtsmuskulatur. Der Gesichtsmuskulatur. Nee, das habe ich. Schlaflosigkeit nach diesem Spiel auf jeden Fall. Hier sehe ich, okay, und Freude. Ja, Shizu. Wie war das? Wir haben einen Shih Tzu mit einem Bulldog gekreuzt. Daraus kam... wie war das? Bullshit. Bullshit. Wo kennst du das denn überhaupt wieder? Die Frau. Frauen sind gruselig. So, da war jetzt also nichts mehr. Hier ist auch nichts. Da war nichts und wird nie was sein. Da ist Tür, da ist auch Tür, das ist bestimmt ein Schrank. Da ist auch eine Tür mit... Das ist keine Tür. Oh, eine einsame Mausefalle da. Gar nicht wahr? Ja, okay. Entschuldigung.
Da war ja wieder klar. Ja, trotzdem. Frauen sind immer merkwürdig. Zumindest manchmal. Manchmal. Ja, manchmal schon. Manchmal immer. Da, Kuh an Wand. Das sieht ja schon richtig gruselig aus, ne? Das muss man ja lassen. Ich fühle mich wohler, wenn hier Licht ist. Ich will mich wohlfühlen. Ja, ja, ich finde ja schon irgendwann raus. Oh, ich kann hier wieder drehen. Ach, wir Männer, wir sind ein komisches Völkchen. Uns wird man sowieso nie verstehen. Wir Männer wissen sowieso nie, was wir wollen. Wir sind, ja, wir Männer sind so leicht zu durchschauen. Besonders ich. Ja, genau, genau. Frau packt mir einfach nur ein Spiel hin und dann hat sie erstmal ein paar Tage Ruhe. Das ist aber ein schönes, das sind viele Bücher hier. Ich dachte, er ist Zeichner. So, okay, wir machen die Tür auf. Oder war hier noch irgendwas? Hier mit der Kuh an Wand ist nichts. Oh. Oh. Oh, du bist so gehässig. Siehst du, ihr Frauen, ihr seid so gehässig. Ja. Wirklich. Jetzt hat es mich aber richtig erwischt. Jetzt habe ich aber richtig erschrocken. Du und dein Delay. Sie sieht mich hier zocken und wusste, zucken. Jetzt wusste sie, dass irgendwas kommt und wartet im Stream ab, dass es bei ihr ankommt. Ob das denn nichts aus? Ja, dir macht das nichts aus. Ja, Frauen wissen auch nicht, was sie wollen. Frauen, so viel ich weiß, haben Frauen mehr Hirn als die Männer. Das hatte ich mir, glaube ich, irgendwo gelesen. Was ist jetzt schon wieder hier für Stimmen? Jetzt werde ich aber langsam auch verrückt hier. Da zum Glück zu. Dann gehen wir hier rein. Irgendwie sehen die Bilder immer komisch aus. So, nicht so, so gerade. Ist Grafikfehler oder was? Nö, nö, also das stimmt wirklich. Die Frauen sollen irgendwie mehr Hirnmasse haben. Oder irgendwie eine Region im Hirn haben, was sie nutzen und die Männer nicht. Oder irgendwo mal wissenschaftlich festgehalten. Was, wieso, Igitt? Du siehst doch kein Hirn. Achso, ihr Frauen habt keinerlei Hirn, von dir ihr wisst. Ja, gut gesagt. Oh, da kann ich wieder drehen. Und hier wieder los wie ein Gekrickel da. Und der Spiegel, da soll ich bestimmt wieder durchgehen, ne? Das kann nicht richtig gemacht werden. Oh Mann, Leute. War ja klar, dass wieder zu ist. Lasst euch mal was Neues einfallen, Mann. Überrascht mich mal. Lasst mal die Tür offen. Gut, ich gehe jetzt da durch.
Ja. Aber weißt du was? Ich scheiß die Leute jetzt an, weil ich ganz genau weiß, dass hinter mir was passiert. Da steht eine Zahl. Wo steht eine Zahl, bitteschön? Wo? Worum? Du hast ein Delay. Wie, worum? Zum Spiegel? Du kommst zu mir. Wo hast du denn Zahl gesehen? Du hast bestimmt irgendwie einen Knick in Linz. Das ist undo. Undo. Nun da. Undone. Undone. Ungetan. Andern. Das ist rückwärts. Also es steht da hier, es kann nicht rückgängig gemacht werden. I cannot be rückgängig. Undone. Ja. I cannot it be. Cannot be. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja. Genau. I can. Was? Da steht genau dasselbe. Das hat das von da. Oh, da steht Thomas. Da siehst du. Aber ich werde jetzt hier, ich gehe durch den Spiegel, aber ich gehe da rückwärts rein, weil ich ganz genau weiß, dass hier vorne irgendwas kommt. Da kommt bestimmt irgendwas davon. Deswegen gehe ich. Es ist 11. Oh, muss ich gerade wieder. Naja, ich mach gleich erstmal Feierabend. Also ich gehe jetzt hier durch. Siehst du? Kann nicht rückgängig gemacht werden. Auf jeden Fall, Jens, danke, dass du mir dieses Spiel empfohlen hast. So, wir drehen nochmal. Es hat. Hä? Das ist doch der gleiche Raum jetzt wieder. Oh, ich bin überfordert. Komm hier wieder rein? Aber hier ist eine Tür. Die. Was ist da hinten jetzt? Oh, ich krieg nur ein Herz, Kasper, hier. Was? Ah, Doc. My English is very beautiful und so. Guck ich runter, wo gerade ein Hund ist. Ja, ist ja gut. Wow. Ja. Oh. Ich mache ja auch gleich erstmal eine kreative Pause bis morgen. Boah, es hat mich echt. Dein Chat schätzt ab, ja, Twitch halt. Ich bin nur ein kleiner Streamer, ich habe keinen guten Chat verdient. Die geflüsterten hier immer, ey. Die flüstern, aber die machen mich wahnsinnig. Armer Hund. So, Jens ist wahrscheinlich bestimmt eingepennt jetzt, ne? Was ist das? Stand da. Willst du das auch? Ja, Jens ist letztens auch eingepennt, obwohl er im Chat noch war. Das ist völlig eingepennt. Ich habe ihn in den Schlaf gelabert hier. Echt. Ja. Ja. Ja, genau. Ich habe da noch so einen Spezialisten, der pennt immer ein. Der schreit, kannst du mal streamen? Ich kann nicht schlafen. So, bist du bescheuert oder was? Antwortet Kritiker. Hm. Ja, was man nicht alles so tut, genau. Aber es macht ja auch Spaß. Oh, was? Oh. Ey, ich muss gleich Schluss machen, ey. Mein Arsch, der ist schon völlig verkrampft, ey. Das löst sich nicht mehr, der Krampf. Oh, Tür zu. Wetten, die Tür geht nicht mehr auf? Okay. Geh mir den Rollschuh ja nochmal angucken. Alles voller Farbe. Das ist kein Blut, das ist Farbe.
Alienblut? Wo siehst du denn Alienblut? Das Grüne. Ach, geh zu deinem Blöckchen. Geh Minecraft spielen. Oh, Bilder. Die Bilder sehen irgendwie ziemlich komisch aus. Soll das so sein? Ist das Napoleon? Oder Franz? Ich habe keine Ahnung. Oh, gut. Versuchen wir mal. Die ist natürlich zu. Franz? Ja, der Rote. Ja, aber ich weiß nicht. Dahinter ist auch noch so ein Face. Keine Ahnung, was das ist. Das ist gruselig. Ja, drei Augen. Ich muss weg. So. Das auch zu. Da ist schon wieder so ein Bild. Das sieht... Das ist krank. Was? Kennst du die? Ja, ne? Ja, sind irgendwie zwei Bilder. Was ist das? Ist das ein Grafikfehler oder was? Wobei hier... Ne, hier ist auch. Ich weiß, das könnten ja alles irgendwelche Leute sein, die man kennen sollte, ne? Aber ich kenne jetzt nur noch den AX. Ne, wie ist er? AX. Gut, mehr war hier nicht, ne? Ich konnte nichts anklicken. Dann gehen wir hier rein. Mach auf die Scheiße hier, Randale! Ja, jetzt macht ihr mich völlig verrückt. Oh Mann, ey. Euro Truck Simulator. Truck Simulator. Oh. Der Rollstuhl. Kein sehr schlauer Rollstuhl. Na, da gehen wir gleich ran. Wir gucken uns das mal hier um. Da geht die Tür auch auf. Aber wenn überall die Türen aufgehen, dann kann ich mich wieder nicht entscheiden, wo ich lang soll. Naja, wir gehen erstmal hier rein. Was? Nein! Naja, wen wundert's? Mach mal hier, Lampe. Ach, guck dir das an. Deswegen will ich so ein Ding nicht in meiner Wohnung haben. Hast du es nachher über dein Bett und dann wachst du auf einmal morgens nicht mehr auf. Wo ist es völlig rasiert? Was? Ich glaube, hier brauchen wir nicht reingucken. Da sind sowieso nur Bücher drin. Schade, dass man die nicht anmachen kann, dass man noch ein bisschen heller machen kann hier. Boah, überhaupt, was ist das überhaupt für ein Haus? Aber das, den kenne ich irgendwoher. Das ist Goethe. Das ist doch der Goethe, der immer Flöte. Erröte. Mit der Flöte. Was passiert denn jetzt schon wieder? Gut, das zu. Was? Gruselig. Also langsam werde ich hier aggressiv, ja. Schrecke mich hier an, dauernd, Mann. Die funzeln an. Schlödel. Also ungelogen, es gibt
ein Gruselspiel, wo ich mich so häufig erschrocken habe, als hier jetzt. Was habe ich? Ich steigere mich nicht rein. Ja, natürlich muss man sich da reinsteigern. Du steigerst dich ja auch rein, wenn du Piggy und Frederik guckst. Na, also. Ach, guck mal, der arme Frederik, der ist wieder mit seinen Füßen in die blaue Farbe gefallen. Ja. Okay, ja. Okay. Das ist ein Hochzeitsbild gewesen. Das, oh, Panda. So, aber hier ist jetzt, glaube ich, nichts mehr, ne? Was ist das? Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion. Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, schwierig ist, aber ist dein Kleinkind im Haus was? Alles klar. So, Flaschensammler. Warte mal, war ich hier schon? Ah ja, da war ja der Banda. Gut, hier ist nichts. Naja, es gibt also sonderbar, die Tür geht auf. Warte mal, hier. Kam das unverhofft. Okay, da gehe ich gleich lang. Ich will mal hier gucken. Warum? Oh. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Super. Die kann ich nicht mitnehmen, ne? Bleib mal weiter, okay. So, wir gehen trotzdem mal hier lang. Ich wusste, dass die Tür zu ist, aber ich wollte es nochmal sehen. So. Wie sieht es eigentlich hier mit Speichern aus? Kann ich hier eigentlich speichern oder speichert er von alleine, ne? Irgendwo. Wenigstens kann man die Lampen anmachen. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Hm. Konnte ich das jetzt mitnehmen? Nee. Hat eine Kurbel? Schallplatte? Machen wir uns gleich an. Müssen wir mal noch ein bisschen schnüffeln gehen. Ah, die Prothese. Das. Da ist nichts mehr. Gucken wir jetzt hier im Bett nochmal nach. Da ist auch nichts. Hm, okay. Schallplatte. Achso.
cool gemacht. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ich mochte noch nie den Blutgeschmack. Weiß nicht, mag ich aber nicht. Ja, oder Eisen. Ja, das macht ja nichts, aber er hat sein Blut da im Mund gehabt. Also Jens wollte mir eine schöne Kerze zuschicken von Resident Evil. Die soll irgendwie nach Blut oder nach Kotze riechen. Oh. Im Keller. Im Keller will ich nicht. Okay. Ich hab's repariert, ich hab's wieder rückgängig gemacht. War das jetzt richtig? Und überhaupt, was ist eigentlich hier hinten? Was ist denn das? Warte mal. Ich mach das so. Dann werden wir den einmal nach oben machen. Machen wir nochmal eine Kurbel hier. Weiter hier. Nee, da passiert immer noch was. Da passiert doch bestimmt wieder irgendwie eine Scheiße. Und ich bin so auch so bescheuert, ich drehe auch noch dran. Meine Worte. Nee, da passiert nichts mehr. Na gut, einmal drehe ich noch. Okay. Wir können gehen. Nö, da gibt's nur diese Platte. Da waren wir schon dran. Und ah, hier sind wir wieder in meinem Raum. Okay, ich denke mal, hier ist ein guter Abschluss. Wer sucht dich? Nein. Das ist... Weiß ich nicht, ob das Fleischhaut ist. Im Mund nehmen würde ich das nicht. Das hier klingt noch, zuck vorsichtig die Haut ab. Oh, das ist ein Stück Haut. Das ist Haut. Hast du gesagt eben? Gut. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Was kommt jetzt? Blutiges Ferkel oder sowas? Was ist das? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht erkennen, was das sein soll. Ist das eine Ente? Keine Ahnung, was das... Ein Truthahn, so ein Puter oder sowas. Ja, ne? Zombie-Ente. Ja. Eine Zombie-Ente. Gut, okay. Ich würde sagen, hier ist dann erstmal Feierabend. Mal sehen, vielleicht mache ich morgen Abend noch mal ein bisschen weiter.
Ich muss jetzt irgendwie ein bisschen an den Eurotrack-Simulator spielen, um runterzukommen. Gut, ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht und habt schöne Träume. Ich werde sie nicht haben. Bis dann. Tschüss.